CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, allen rot-roten Nebelkerzen zum Trotz muss man noch mal sagen, der Kreml schiebt 20 Millionen in ein Land, um angeblich dem Klimaschutz zu helfen. Eine Finanzbeamtin verbrennt, Zitat, aus Panik eine brisante Steuererklärung im Kamin. Ein Finanzminister belügt das Landesparlament und eine Ministerpräsidentin will von all dem erst aus der Presse erfahren haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, diese Szenen klingen nach einem lauen Sonntagabend-Krimi, aber der metaphorische Tatort Schwerin ist leider Realität im Land Mecklenburg-Vorpommern, meine Damen und Herren. Das alles garniert mit Liebesgrüßen aus Moskau und die handelnden Akteure, sie sind alle noch im Amt. Und ich finde, es ist völlig berechtigt, dass wir diese Vorgänge hier im Parlament auch debattieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will es als Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern deutlich sagen, ich bedauere vor allem, dass diese Vorgänge das Land Mecklenburg-Vorpommern in Misskredit gebracht haben. Und das liegt nicht daran, dass die Union das hier thematisiert, sondern das liegt am Verhalten der SPD, meine Damen und Herren. Das ist die Realität. Und ja, die CDU hat regiert mit Manuela Schwesig, als die Klimastiftung aufgesetzt wurde. Das alles ist aber kein Blankoscheck für Kamingate. Das ist kein Blankoscheck dafür, dass der Finanzminister jetzt das Parlament belügt. Das geht auf das Konto von Manuela Schwesig, und das muss auch die Wahrheit bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und vor allem Frau Schwesigs Umgang mit den aktuellen Vorwürfen ist ja bemerkenswert. Im März 2020 hat sie rechtlich zugegebenermaßen heikel, aber doch entschlossen versprochen die Auflösung der Klimastiftung. Resultate? Fehlanzeige. Ein Jahr später keine Zeitenwende bei der Stiftung. Sie hat ebenfalls im März 2022 versprochen, dass das Kreml-Geld stattdessen in die Ukraine gehen soll. Resultat? Fehlanzeige. Und jetzt auch noch Kamingate, das zu Recht die Frage aufwirft, ob diese rot-rote Landesregierung noch in der Lage ist, mit Selbstreinigungskräften sich diesem Thema überhaupt anzunehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen will ich sagen, das alles macht Mecklenburg-Vorpommern zum Gespött, und dafür trägt Rot-Rot die Verantwortung. Und ich bedauere es in diesem Zusammenhang auch, dass die Ministerpräsidentin und ihr hoch angeschlagener Finanzminister die Chance verpasst haben, hier heute im Parlament selbst Stellung zu nehmen. Eines ist für uns klar, im Landtag wie im Bundestag, Frau Schwesig kann das nicht einfach weglächeln, meine Damen und Herren. Und deswegen will ich Ihnen auch sagen, es macht mir große Sorgen, wie die rot-rote Landesregierung und Minister Goye, der Finanzminister, mit dem Parlament umgeht. Im Mai 2022 hat er den Landtag darüber informiert, dass ihm keine Erkenntnisse vorliegen zu verloren gegangenen Steuererklärungen in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt müssen wir erfahren, dass er bereits im April darüber informiert wurde. Und das führt doch zur zentralen Frage, warum lügen Schwesigs Minister, meine Damen und Herren? Das ist doch hier die Frage. Warum hat diese Entscheidung über die Schenkungssteuer so lange gedauert? Wir haben heute von Herrn Sellering gehört, dass angeblich das Bundesfinanzministerium gefragt wurde. Dazu wissen wir nichts. Dann hieß es erst keine Steuerveranlagung, dann angeblich schon. Frau Schwesig sprach immer von 20 Millionen für den Klimaschutz, nicht von 10 Millionen. Es war hin und her, vor und zurück. Und wir fragen deshalb, was haben Sie eigentlich zu verbergen, Frau Schwesig? Und wir erleben in dieser Debatte ja Heldenhaftes. Der schwer angeschossene, lügende Finanzminister im Land Mecklenburg-Vorpommern wirft sich im letzten Gefecht dann jetzt vor Manuela Schwesig und sagt, die hat von alledem erst aus der Presse erfahren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wen wollen die beiden mit dieser Geschichte eigentlich zum Narren halten? Das kann doch nicht funktionieren. Jeder, der sich mit dem Thema auskennt, jeder, der sich mal mit der Frage des Steuergeheimnisses beschäftigt hat, der weiß seit 1984, seit der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Flick-Verfahren, dass wenn das Vertrauen in die Steuerverwaltung gefährdet ist, dass dann das Steuergeheimnis durchbrochen wird, sowohl gegenüber dem Parlament als auch innerhalb der Regierung. Und man muss sich ja fragen, wann ist denn das Vertrauen in die Steuerverwaltung aus Sicht von Frau Schwesig gefährdet? Wenn nicht bei einer brennenden Steuererklärung, muss erst die ganze Finanzverwaltung in Flammen stehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Frage muss man doch aufwerfen.
Und deswegen ist für uns klar, dieses Thema braucht Antworten in der Sondersitzung des Landtages in Mecklenburg-Vorpommern. Und es wäre gut gewesen, wenn diese Antworten auch hier im Parlament gegeben werden. Wir lassen das Manuela Schwesig nicht durchgehen. Herzlichen Dank. Timon Gremmels hat das Wort für die SPD-Fraktion.